Bei der Europawahl wählen die EU-Bürger nationale Listen. Um den Wahlkampf europäischer erscheinen zu lassen, haben die Fraktionen im EU-Parlament aber auch Spitzenkandidaten und Kandidatinnen aufgestellt, die über die Landesgrenzen hinweg antreten. Ursula von der Leyen will für die nächsten 5 Jahre an der Spitze der mächtigen EU-Kommission bleiben. Als ihr Vorzeigeprojekt galt bisher das Klimaschutzpaket Green Deal, mit dem sie die EU bis 2050 klimaneutral machen will. Korruptionsvorwürfe bei einer Postenvergabe brachten ihr kürzlich Kritik ein. Die Sozialdemokraten gehen mit dem Luxemburger EU-Arbeitskommissar Nicolas Schmit ins Rennen. Der 70-Jährige setzte sich in seiner Amtszeit unter anderem für EU-weite Standards für den Mindestlohn und für mehr Rechte für Beschäftigte sogenannter Plattformfirmen wie Uber ein. Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist in Deutschland für ihre kontroversen Forderungen bekannt. Sie zählt zu den lautesten Unterstützern der Ukraine, auch wenn es um Waffenlieferungen geht. Neben ihr schicken die Liberalen die Europaabgeordneten Valérie Ayer aus Frankreich und Sandro Gozi aus Italien in den Wahlkampf. Bei den Grünen führt Terry Reintke aus Deutschland den Wahlkampf an. Die 32-jährige Deutsche streitet im EU-Parlament nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch für die Rechte von LGBTQ-Menschen. Zweiter Spitzenkandidat der Grünen ist der niederländische Europaabgeordnete Bas Eickhout. Für die Europäische Freie Allianz tritt Maëlys Rosberg an. Für die Europäische Linkspartei tritt ihr Vorsitzender Walter Bayer als Spitzenkandidat an, der bislang noch keinen EU-Posten innehatte. Als Mitglied der Kommunistischen Partei Österreichs will Bayer die Arbeiterklasse in den Mittelpunkt des Kampfes gegen den Klimawandel stellen. Die beiden Rechtsaußenfraktionen im EU-Parlament lehnen EU-weite Spitzenkandidaten ab. In der Fraktion Identität und Demokratie saß bisher auch die AfD, sie wurde nun jedoch ausgeschlossen. Die zweite Rechtsaußenfraktion ist die der Europäischen Konservativen und Reformer.